Es geht ja um meine Geschichte oder speziell kann man sagen auch um unsere Geschichte. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir hatten gestern einen schönen Tag hier, haben uns mal ein bisschen ausgeruht von dem Abenteuer erholt, was wir da dann den Tag davor erlebt haben. Ja. Ja, jetzt frühstücken wir. Ich stehe gerade auf einer Box. Wir bereiten nämlich gerade wieder unser Meal Prep vor. Und heute haben wir mal ein bisschen Special Frühstück. Wir haben nämlich heute einen Saft. Ich zeig's mal. Den sieht uns besser. Einen Saft hier, einen Mango-Orange-Saft. Hm, haben wir uns mal gegönnt. Genau. Und dann haben wir gestern voll die lieben Leute kennengelernt. Die waren neben uns hier auf dem Campingplatz. Die haben uns hier so eine Nussmischung geschenkt und das kommt jetzt hier mit ins Müsli. Mhm. Ganz liebe Südafrikaner, deutschsprachige. Total nett, die zwei. Und hier vorne ist die Box, wo ihr drauf standet mit der Kamera vom Meal Prep. Ja, das machen wir uns gleich mit Reis und guten Appetit. Bevor wir jetzt weiterfahren, machen wir euch noch eine kleine Roomtour. Campingplatz? Küche? Badezimmer? Mit Dusche? Und Toilette? Kleiner See? Mit einem Wasserfall, Brücke, Daniel, eine schöne Gartenanlage, Feuerstelle, Strom, Olympiaschwimmbecken, Restaurant und Bar, Wäscherei mit Trocknern und Waschmaschinen. Wir fahren jetzt weiter. Ja, es war auf jeden Fall ein cooler Campingplatz. Es hat jetzt nicht wirklich was mit Campen zu tun. Es war irgendwie eher wie so eine Ferienanlage, weil es hat ja einen riesen Olympiaschwimmbad gehabt. Die haben auch zusätzlich noch einen Supermarkt. Aber es war richtig cool, mal so zur Erholung. Mhm. Und hat jetzt pro Tag 16 Euro für uns beide zusammen gekostet. Was total billig ist, finde ich. Ne, was sagst du? Ja, ich finde es richtig cool. Es war wirklich schön. Den ersten Tag hat es abends so leider geregnet. Das war nicht so cool. Aber ansonsten hat man echt eine schöne Zeit. Ja, war richtig schön. Wir waren gerade noch mal an der Tankstelle und haben Luft in die Reifen gelassen, beziehungsweise Daniel. Und man muss sagen, dass die alle hier sehr, sehr nett sind, auch in der Tankstelle immer. Ja. Und gerade sind wir an so einer Baustelle vorbeigefahren und haben die auch gewunken und so. Also, ja, also ich finde es super hier. Ja, sehr freundlich. Also vorher wurde einem ja immer viel Angst gemacht im Internet und was man so hört und was immer so erzählt wird, aber uns ist bis jetzt eigentlich, bis auf halt die eine Situation, kennt man es, wir verlinken es oben nochmal, also bis auf die Sache ist hier nichts Negatives passiert, nicht einmal. Ist echt schön. You said the same thing I told ya, my eyes are clear, there's no secret, I wanna know. Serious, I need it clear, my best friend. Is it easy to show with the weight of the world on my shoulders? I know I told you. It's the best light I know. It's not a game. So, wir sind jetzt am Hobermeteoriten angekommen und das ist eine echt schöne kleine Anlage scheinbar hier. Aber zuallererst muss jetzt erstmal aufs Klo gegangen werden. Wir platzen beide. It's not a game that I am playing. Vorne ist jetzt der Meteorit. Richtig krass, wie groß der ist. Ne? Es ist der weltweit größt bekannte Meteorit. Ja. Gucken wir uns mal richtig an. Ja, Wahnsinn, da soll vor ca. 80.000 Jahren den Durchbruch durch die Erdatmosphäre oder in die Erdatmosphäre geschafft haben. Normalerweise verglühen so Meteoriten hier auf dem Weg. Aber der hat es durchgeschafft und ist so groß noch. Der ist ca. 3 Meter wohl breit, an der breitesten Stelle und 1 Meter hoch. Und wiegt wohl bis zu 50 Tonnen. Also riesig, riesig groß. Das ist schon echt Wahnsinn. Das fühlt sich an wie so ein ganz normaler Stein irgendwie. Ja. Aber wenn man hier so guckt, das sieht hier auch so eisenmäßig aus. Ja. Oder da vorne glänzt das so. Der soll nämlich zu 82,4% aus Eisen bestehen. So einem Großteil an Nickel und dann ist noch Kobalt drin. Aber Kobalt glaube ich nur unter 1%, also ganz wenig. Also ein Riesenteil an Eisen da drin. Das ist echt Wahnsinn. Boah, wenn man sich bedenkt, dass der einfach so auf die Erde gefallen ist, ist schon krass. Ja, auf jeden Fall. Stell dir vor, stehst du
siehst du dann hier so einen riesen Stein runterkommen. Ja, vor allem das Krasse ist ja, wenn man sieht, wie hoch hier die Erde eigentlich ist ringsrum. Und das Teil wurde ja ringsrum ausgebuddelt, der liegt ja eigentlich in der Erde. Also der muss mit einer richtig üblen Wucht hier reingeprallt sein. Da haben sie ihn einfach ringsrum ausgeschachtet. Ist echt stark. Hier vorne sieht man richtig, wie eisenhaltig der eigentlich ist, weil die haben Leute wahrscheinlich irgendwie was weggeschliffen oder weggekratzt. Und das sieht auch, das glänzt richtig wie Eisen. Fühlt sich halt auch total so an, aber der ist ja auch voller Eisen. Das ist echt Wahnsinn. Ist da oben so eine Erdatmosphäre oder Umlaufbahn oder so rumschwirrt oder fliegt. Wahnsinn, auch hier wieder mit dem Eisen. Das ist Hammer. Zieht euch das mal rein, wie groß der wirklich ist, wenn Jesse da drauf sitzt. Die ist zwar eh eine kleine Maus, aber das ist schon Wahnsinn. So ein dickes Teil. Zurück am Auto und hier vorne ist noch die kleine ramponierte Stelle vom Unfall. Da hängt das Blech ein bisschen nach hinten raus. Ansonsten ist alles heil geblieben, aber ja, trotzdem ärgerlich. Weiter geht die Fahrt. All my feeling, I don't know what's right. I'll find the best way, I think that I might. I know you made it. Uiuiuiui, wir kommen hier direkt durch so eine Senke hochgefahren. Und auf einmal ist ein Tor vor allem, mitten drauf. Normalerweise sind die auf oder da sind halt so Gitter auf dem Boden, dass Tiere da nicht drüber laufen. Aber hier ist einfach mal ein Tor direkt vor allem. Wir haben uns gerade übelst erschrocken. Hätten wir auch mal glatt reinfahren können. Lieben Dank, die Dame. Da oben, da sind die Kühe im Schatten. Guckt euch das mal an. Gucken wir ein bisschen skeptisch, die Bullen. Das ist krass, steht man direkt hier auf so einer Guest-Farm. Guest-Kamera-Farm. Und dann geht's für uns weiter. Einfach geradeaus. Noch schon 200 Kilometer. Jetzt hier zum Waterberg Plateau? Nee? Okay, wir versuchen es trotzdem. Schönen Tag noch. Neue Aktion: Jessica in Action. Der hat Hörner! Und hinter ihr der Bulle. Hallöchen. Oh, danke. Da ist ein Restcamp. Ich höre Herzschlag. Come on, baby, you did it. Hey, du da. Geht's jetzt zu Waterberg? Ich hab ja gesagt, es geht nach Waterberg. Okay, schönen Tag noch. Bam, wie gesagt. Guckt euch mal die Kuh hier an. Da mussten wir gerade noch mal zurückfahren.
wir haben jetzt an der Waterberg Wilderness Campsite hier eingecheckt und fahren jetzt erstmal zum Campingplatz. Das ist wieder so krasse Wege hier. Ja. Das macht immer Spaß, sowas zu fahren. Ja, ne? Cool. Angekommen, das Baby ist eingeparkt, aber ich glaube, ich muss gleich noch mal ein Stück zurück, weil ich glaube, ich stehe ein bisschen nahe vorne an der Feuerstelle dran. Ist ja vielleicht nicht so gut. Ja, ein bisschen zurück und dann da hinten erstmal das Zelt ausklappen. Genug Platz sollte sein. Jetzt gehen wir erstmal die Toiletten abchecken. Zack, Nummer 12. Ist doch ganz cool. Ja. Ja. Ja, cool. Ja. Vor allem, dass sie da so ein eigenes hat, ne? Ja, das ist definitiv cool, dass sie ins Klo besetzt. Ha. Wahnsinn, hier gibt es sogar einen Pool. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Oh. Boah. Dicke Biene. Cool. Mitten im Nirgendwo. Da kann man so einen dicken, fetten Käfer retten hier vorne. Wisst ihr, was das Besondere ist? Nee. Warte. Ja, schön festhalten. Zack. Schönes Leben. Das Besondere hier an dem Camp ist, das ist direkt angrenzend an den Anderson, an den Waterberg Nationalpark. Und hier gibt es aber keine Zäune dazwischen. Also hier kann es echt mal sein, dass ein Rhino, eine Hyäne oder ähnliches abends oder tagsüber besucht. Schon stark. Heute sind wir hier von der Kupferquelle Campsite runtergefahren zum Hobermeteoriten. Der liegt hier vorne. Da haben wir uns ein bisschen aufgehalten. Dann ging es weiter hier runter und über eine ziemlich schlammige und sandige Straße runter zum Waterberg Plateau. Und hier sind wir jetzt an der Waterberg Wilderness Campsite, mitten im Nirgendwo. Und wir sind heute 222 Kilometer insgesamt gefahren und waren mit Aufenthalt beim Meteoriten circa 4,5 Stunden unterwegs. Wir sind gerade circa 50 Meter nur gewandert und stehen hier auf so einem Viewpoint. Und die Aussicht, die ist echt atemberaubend. Das ist so genial. Vor allem da hinten. Da sind jetzt hier von der Wilderness oder von Waterberg Wilderness die Lodges, die kleinen Häuschen da. Die haben schon eine mega Aussicht. Vor allem da hinten, das Waterberg Plateau, das sieht dann richtig cool aus. Echt Wahnsinn. Schaut mal, hier unten sieht man dann so Tierspuren, das sind wahrscheinlich Antilopen gewesen. Und hier oben sieht man dann die Berge. Sieht echt so stark aus hier mit den Bergen, die Felsformation. Das Krasse ist ja eigentlich noch, es ist nicht wirklich ungefährlich, weil, ich spitze schon mal wie Schwein, weil hier laufen ernsthaft Geparden rum, auch wenn sie in der Nacht aktiv sein sollen, aber ja, man sich dann immer so darauf verlassen kann. Das echte Leben, Leute. So sieht es nämlich aus, ja. Ich bin wie im Leben. Komm, Schatzi. Hier ist ein riesengroßer Termitenhügel wieder. Zieht euch mal rein, wie groß der Termitenhügel ist. Riesig. Der ist hier fast winzig gegen. Krass, ne? Ja.
Wir sind zurück von unserer Wanderung und ja, war richtig schön gewesen. Tolle Aussicht immer auf die Berge und ja, wenn es klappt, dann klettern wir morgen früh auch noch mit einem Guide in der Tour nach oben, weil alleine darf man das leider nicht. Ist ein bisschen schade, aber naja, mal schauen, ob wir was mitmachen. Und jetzt wollte ich euch noch was zeigen, denn in unserem Mietwagen sind einige Dinge drin, die richtig nützlich sind und hilfreich. Und einiges habe ich letztens schon mal gezeigt, wie einmal hier der Reifenkompressor, damit man nicht mal an der Tankstelle halten muss, um den Reifendruck zu prüfen, erhöhen oder abzulassen. Dann haben wir noch hier so eine Pressure Gauge dabei. Das ist das kleine Tool, womit man auch den Reifendruck prüfen kann und ablassen kann. Und dann haben wir hier noch eine Signalfackel dabei, da zieht man den Deckel ab, zieht hier unten nochmal dran und dann ja, wird halt nach oben so ein rotes Signalfeuer in den Himmel geschossen. Das kennt ihr vielleicht aus irgendwelchen Actionfilmen oder so, wo Leute gerettet werden mussten. Dann haben wir noch einen Fast Find mitgenommen. Das ist ein Gerät, wenn man echt mitnehmen nirgendwo abhanden kommt und einfach kein Netz mehr hat, Handy und einfach keine Hilfe rufen kann. Sonst, dann zieht man hier oben den Deckel ab, klappt eine Antenne raus und hier gibt es so einen Button. Den drückt man dran dann und dann wird ein Signal gesendet, ein Hilferuf quasi, und dann werden die GPS-Daten geortet und ja, dann kommt Hilfe und holt einen da raus, wo auch immer man steckt. Und da wir nicht wussten, wo wir wirklich rumfahren werden und wie abhanden wir kommen können, haben wir uns das Teil auch mitgenommen. Sicher ist sicher. Und dann haben wir noch was dabei, das packe ich kurz aus. Das ist auch für den Fall der Fälle ein Satellitentelefon. Ausklappen. Und in der Regel hat man damit überall ein Netz. Theoretisch erübrigt sich damit hier das Fastfind-Gerät, aber ja, sicher ist sicher. Und deswegen hatten wir auch das Satellitentelefon. Damit hat zwar, glaube ich, 120 Euro jetzt für die 3 Wochen gekostet, aber ja, man weiß halt nie wirklich, wo man stehen bleibt. Und wir waren teils in Gegenden, wo wirklich keine Menschenseele war. Da war das schon ratsam. Haben wir aber zum Glück nie benutzt und sind jetzt nur noch 2 Tage. Von daher wird das Schätzchen wohl auch ungenutzt bleiben. Ja, so sieht's aus. Da hat man noch ein Erste-Hilfe-Kit dabei. Das haben wir auch nicht gebraucht. Das bleibt auch hoffentlich so. Und ansonsten, ja, wir wurden halt gefragt, warum wir oder was wir mit den Dingen machen, die wir noch hinzugekauft haben. Und wir haben nichts hinzugekauft. Alles in dem Auto war dabei. Kühlschrank war halt mit drin, den musste man nicht kaufen in Australien. Das Messer und Besteckset war dabei, Töpfe, Pfannen. Alles war mit drin. Von daher eigentlich eine coole Sache bei der Miete. Also gut, wir haben Klopapier und solche Sachen jetzt gekauft. Die werden verschenkt oder bleiben einfach drin. Aber ansonsten wirklich Tische, Stühle, alles mögliche war dabei, ist richtig cool. Kann man definitiv weiterempfehlen. Ja, und ich denke, jetzt gleich geht's auf 6 Uhr zu. Ich schätze, wir kochen jetzt gleich. Jessie, die liest gerade noch ein bisschen was im Auto. Ja, ich bin echt schon wieder hungrig. Daniel macht uns jetzt ein Lagerfeuer, weil da hinten im Wald, da kamen gerade schon ganz viele große Paviane. Und das Feuer hält halt die wilden Tiere ab und ist romantisch. Wir sitzen ja gerade hier im Lagerfeuer und haben also die letzten Tage Revue passieren lassen. Da waren wir im Etosha Nationalpark und dazu möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Und zwar ist die Geschichte etwas ganz Besonderes. Es geht ja um meine Geschichte oder speziell kann man sagen auch um unsere Geschichte. Es ist wirklich passiert. Und zwar war es so, dass wir, ich glaube vor 5 oder 6 Jahren war es, glaube ich, oder? Circa. Unsere Pläne und Wünsche einmal auf eine Pinnwand geheftet haben. Das heißt, wir haben unsere Wünsche ausgedruckt, also in Bildern festgehalten. Und ja, ich wollte unbedingt einmal nach Afrika reisen und hab dann bei Google eingegeben Afrika, wurde mir ein Bild vorgeschlagen mit, ich glaube, 3 oder 4 Giraffen.
Das habe ich mir dann ausgedruckt und habe es dann auf die Pinnwand geheftet. Das, die Pinnwand, also Daniel hatte auch eine, die haben wir uns ins Schlafzimmer gehangen. Und ja, jeden Morgen und jeden Abend haben wir uns dann unsere Wünsche und Träume angesehen und uns vorgestellt, ja, dass es wirklich irgendwann mal passiert. Und ja, so passieren manchmal Dinge, die wirklich wahr werden. Denn als wir jetzt letztes Jahr im Dezember nach Namibia gereist sind, habe ich nochmal nach ein paar Dingen wegen dem Etosha Nationalpark gegoogelt. Bin dann auch nochmal auf Bilder gegangen, weil ich nochmal sehen wollte, wie es dann ungefähr aussieht. Ja, und da habe ich genau das Bild von den Giraffen wiedergefunden, was ich mir an die Pinnwand geheftet hatte. Und ja, im Etosha Nationalpark haben wir dann auch unsere Giraffen gesehen. Und somit ist der Traum wahr geworden. Das ist richtig heftig irgendwie. Ja, vor allem hast du damals ja nie gedacht, dass das Bild aus dem Etosha Park ist, weil was du dir hingehangen hast auch noch. Ich wusste nicht, dass das Bild aus dem Etosha Nationalpark ist hier aus Namibia. Ich hatte einfach Afrika eingegeben und dann kam dieses Bild und es war halt so schön, weil es mir dann aufgehangen hatte. Und dann hatte ich in Windhoek nochmal danach gegoogelt, nach Etosha Nationalpark. Und dann wurde mir tatsächlich genau dieses Bild angezeigt und dann habe ich gedacht, das darf nicht wahr sein. Jetzt bereisen wir das tatsächlich und es war eigentlich gar nicht so geplant. Wir hatten das spontan entschieden, dann auch noch nach Namibia zu reisen. Und ja, manchmal ist es wirklich so unfassbar gewesen, vor allen Dingen, weil Afrika so weit weg war. Und ja, jetzt haben wir es tatsächlich gemacht und sind hier. Sind hier. Ja, man darf einfach nie seine Träume vernachlässigen, nie aus den Augen verlieren, weil. Ja, deswegen, wir können euch wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr das Buch noch nie gelesen habt, wir haben es ja schon öfters gesagt, The Secret, ne? Ja, das ist richtig krass, also. Daraufhin haben wir das auch mit der Pinnwand gemacht. Ja, und jetzt sind zwar mehrere Dinge eigentlich wahr geworden, die wir uns gewünscht haben, wo wir vorher nie wussten, wie wir es schaffen, wie wir es realisiert, aber wir haben einfach daran geglaubt, dass es irgendwie klappt und passiert und irgendwann kommen dann Dinge ins Leben, Zustände und Menschen und alles wird auf einmal möglich, also. Man muss nicht immer wissen, wie was funktioniert, sondern glaubt einfach dran und irgendwann, wenn er wirklich fest genug dran glaubt, dann wird es auch so passieren. Das hat bei uns wirklich aufgeklappt bis jetzt. Ja, so ist es. Wir lassen jetzt den restlichen Abend noch am Lagerfeuer gemütlich ausklingen und ja, ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon solche Geschichten erlebt habt, dass ihr irgendwie ja, Wünsche hattet, die doch irgendwann dann in Erfüllung gingen, obwohl ihr zuvor gar nicht gewusst habt, wie es klappen soll oder einfach total überraschende Geschichten. Lasst es uns wissen, wir sind gespannt. Ja, in diesem Sinne sagen wir bis morgen, habt eine gute Nacht, schönen Tag, was auch immer bei euch ist, bis morgen, ciao. Wahnsinn. Der kommt auf uns zu. Ja, wie ruhig der hier rumläuft. Ja, noch? Noch. Ich glaube, ich leg mal einen Gang ein. Hast du den Fuß auf dem Pedal? Klar.